Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Forever Stranded. Isa ist immer noch mit dabei. Juhu, yay, Party! Liegt im Auge des Betrachters. Okay. ich habe jetzt ausgemacht, fertig gemacht. Zwar habe ich eine ME Chest und eine 1K ME Storage Cell gemacht. Da kriegen wir jetzt nämlich nochmal was. Und zwar ein Lifeblood Crystal. Das heißt, ich habe jetzt nochmal ein Herzchen mehr. Das heißt, ich kann ein bisschen mehr überleben. Wenn Isa wieder. Sag mal, hast du wieder irgendwas genommen? Immer doch, sonst hätten wir es mit dir gar nicht aus. Ah ja. So, wir haben noch eine Loot Chest. Wollen wir lieber die aufmachen, bevor die jetzt hier irgendwie. Ich habe eine Capacitor Bank. Oh, das ist ja schön. Die fast 3.500.000 und drauf sind 5.000. 3.500.000? Also hier steht 3.500.000. Ja, F. Zeig mal. Da. Also stand dort. Okay, das ist anscheinend eine Anzeige. Bugsy hat 5 Millionen gespeichert von 3,5? Okay, jetzt hat sie wieder nur 3,5, als ich sie platziert habe. Was ist das dann? Was steht da für ein Name? Capacitor Bank. Nur normal Capacitor Bank. Ja. Okay. Okay, das ist ein Double Layered Capacitor Bank. Okay. Oh, die haben die Werte wurden angepasst. Weil früher die Basic Capacitor hatte immer 1 Million. Die andere, die nächstgrößere Capacitor Bank, hatte dann 5 Millionen und die nächstgrößere hatte dann 25 Millionen. Jetzt sind die ganzen Werte angepasst worden. Die mittlere hat jetzt nur noch 3,5 und die ganz große nur noch 18 Millionen. Interessant. Okay, wieder was gelernt. Ja. Gut. Wollen wir die vielleicht noch mit hier dran stellen? Wo? Mit hier daneben? Yay. Yay. Was ist bei dir drin? Warte, ich habe 20 Spinnennetze und ein Stick. Yay! Der Stick holt's raus. Also ohne den Stick wäre das alles nicht ganz so interessant gewesen. So, was wir jetzt erstmal geplant hatten, was wir machen wollten. Wir haben was geplant? Was wir jetzt in der Folge machen. Planung? Ja, Planung. Bin ich ganz allergisch drauf. Also ich will mich um ME Controller kümmern. Und Isa, weil jetzt Moving Worlds aufgeploppt ist, will mal den Holo-Projector machen. Ich weiß nicht, was der macht. This is the key to advance with Rocketry. Ah, das ist wahrscheinlich ein Mod Advanced Rocketry, ne? Rocketry. Nee, Lipwulps. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also viele Kühler. Ja. Ich mach das Ding einfach mal. Okay, und ich mach. Wo ist der komische Hammer? Hier im. Ding jetzt im ME-System. Controller. Der ME-Controller braucht. Da. Huch. Was tust du? So. Ich brauch Rubber. Mach's dein. So. Ich mach. Okay, ich wollte jetzt ganz schnell. Nein, okay, warte. Nein, jetzt, gut, jetzt musst du kommen. Ja, okay, ich mach's jetzt so schnell. So, jetzt. Ist okay, ich mach's einfach woanders. Ich brauch dann auch mal kurz den Hammer jetzt nochmal. Gut. Gut, bin fertig. Ja, ich muss hier noch was machen. Das. Wenn du fertig bist, sag Bescheid. Ich muss dann auch noch mal kurz ran. Jetzt musst du warten. Ich lass mir jetzt alle Zeit der Welt. Okay, alles klar. Dann. Ein Glowstone. Dann kümmere ich mich schon um Skystone. Noch ein Glowstone. Eine Goldplate und noch eine Goldplate. Es gibt ein Optical Sensor und noch ein Optical Sensor. Ja, mach du mal. Ich meine, dazwischen ist was anderes. Okay. Wir haben 21 Redstone. Ja, das ist nicht mehr ganz zu viel. Yay, Holo-Projektor.
Okay. Was kriegen wir da jetzt? Ein Loot-Chest und ein halbes Herz. Und du kannst Choice Reward. Titanium Alumite Rod, Titanium Iridium Alloy Rod, Item Placeholder, Low Pressure Tank. Weiß nicht, was Item Placeholder sein soll. Kannst wahrscheinlich Items reinmachen. Oder. Ich glaube, das ist einfach nur ein Fehler. Das ist vielleicht das Ding, wo du. Ach nee, Advanced Rocketry Motor. Das ist alles von Advanced Rocketry. Die Sache ist, die Erze davon haben wir, glaube ich, um diese Rods zu machen. Ohne Probleme, ich guck mal ganz kurz nach. Titanium Alumite, was brauchen wir hierfür? Titanium Iridium Alloy Dust. Nee, das haben wir nicht. Wir haben Titanium Alumite. Was glaube ich das andere ist, ne? Titanium Alumite. Alumite. Alumite? Ja, das haben wir, das Titanium Alumite. Ich weiß nur nicht, wie man an das andere kommen soll. Dieses Iridium Alloy. Weil denn das. Gar nicht. Für den das gibt es nämlich keinerlei Möglichkeit, den zu bekommen. Die Frage ist nur, kann man das irgendwie mixen? Ich habe keine Ahnung, vielleicht kann man das mit Rocketry herstellen. Die Sache ist, dieses alles irgendwie komisch. Low Pressure Tank. Ich gucke nochmal den kurz an. Den machen wir aus Eisen. Okay, das brauchen wir nicht. Flattening. Make a small plate presser. Was hast du jetzt gemacht? Ja. Nächste Quest? Ah, die nächste Quest. Du kannst kein Kobbel mehr zurücklegen. Dann brauchen wir ein Obsidian. Warum brauchen wir genau ein Obsidian noch für die Quest? Wir brauchten für eine andere Quest schon Obsidian. Ja. Egal. Ja, wenn du Eisen suchst, liegt hier hinten in der Kiste immer noch. Dann würde ich sagen, wir nehmen mal die Titanium Iridium Alloy Rod. Der Rest ist relativ einfach zu machen. Okay, haben wir irgendwo noch Obsidian rumflattern oder müssen wir das wirklich wieder machen? Das weiß ich nicht, das müssen wir nachgucken. Warum liegen jetzt diese Rods Weil mein Inventar voll war. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Kommt davon, wenn man immer alles mit sich rumschleppt, ne? Mhm. Lass mal mit hier rein. Das Geister muss schon schmelzen. So, wo ist denn dieser komische Eimer, wo ich das Zeug reinkippen kann? Ah, ist hier mit hinten den Kruzibel. Was? Was suchst du? Ich will. Ein Obsidian. Ja. Ja, dann weißt du wo. Da hinten. Einfach, einfach Lava, das Wasser muss oben drauf sein. Du musst dann einmal setzt das Wasser oben auf den Ding jetzt noch oben drauf. Also so. Ach, dort in die Stone Barrel. Ach so, okay, mach das Wasser wieder weg. Ich hab das probiert, das in den Kruzibel reinzupacken. Ja, das Wasser. Das muss da sein. Das ist das Wasser oben drüber. Muss dann nur mal gucken, ab und zu, es kann sein, dass irgendwas in Cauldron reinfliegt. Also es kann was reinfliegen. So. Okay. So, da ist ja noch eine. Gott, ich komme gar nicht voran mit meiner Quest. Okay. The Rolling Lathe Electric Arc Furnace. Cutting Waffles. Crystallize. Ach du Scheiße, was du da alles selber brauchst. So, ich bereite jetzt mal hier die Dinge vor. Holy shit. Guck mal, was du da alles für die ganzen Quests brauchst. Oh, warte.
Oh, okay. Okay. Launch. Okay. Ich glaube, das Ziel des Modpacks ist am Ende vom Planeten abzuheben wieder und wegzufliegen. Ich glaube, das ist genau das, was die Quests dann machen. If right click opens machine selection interface, shift scroll moves cross selection. Gut, ich mache jetzt aber erstmal meinen Emmy-Controller fertig. Okay. So. Solange ich jetzt schnell die Möglichkeit habe. So, okay. Was heißt das so? Was? Pack das hier in die Piste rein, so. Ist das, das? Ach, Wie, du brauchst ja noch einen Hammer. Da. Ich brauch grad keinen Glas. So. Nicht Obsidian in den. Willst du das halbe Herz nicht in das Ding packen, wo wir es immer hinpacken? Nein. Du willst lieber unser Terminal zumüllen. Danke. So, ich mach jetzt die Loot-Chest auf. Okay. Ich hab zwei Dispenser. Okay. Ja, jetzt haben wir schon 6 Stück. Yay. Und die eine Quest habe ich ja gar nicht geclaimt. Also was soll ich da nehmen? Die Iridium Shards. Die Iridium Rod Ding da. Don. Was soll ich die hinpacken? Hast du da was gemacht? Warte kurz. Ich hab in die Kiste. Ich hab den jetzt mal rausgenommen. Ja. Okay, ich habe eine Loot Chest aufgemacht jetzt schon. Ich habe 20 Tripwire Hook bekommen. Okay. Wie geht das wieder weg? Na ja. Gib mal das Ding. Warte. Ja. Ah, guck dir das mal an. Okay. Ah. Ah, das ist so die Beschreibung, wie du das Ding baust. Okay. Kann man es auch wieder komplett wegmachen? Kannst du irgendwie Shift-Rechtsklick in die Luft machen oder so? Dann öffnet sich so ein Menü, ist das Problem. Kannst du da irgendwie das ausstellen? Nein! Darf ich mal kurz? Wenn du da drüber fährst, übers Item siehst du. Okay. Die Sache ist, ich will sie jetzt wieder weg haben. Wie macht man das? Ich hab keine Ahnung. Guck mal, ich bin ein Genius. Ah ja. Sehr schön. Okay. Dann packe ich es mal weg. ich habe noch eine zweite Loot-Chest auch. Ja. So, was hast du? Oh, Diamantschwert, Diamantschaufel, Diamantspitzhacke, Diamantaxt. Oh, das ist sehr gut. Ich habe zweimal Compressed Gravel und zweimal Compressed Dust. Macht Schaden, das? Hier, bitte. Ja, es macht alles Schaden. Warum musst du die Tools jetzt aufbrauchen? Vielleicht brauchen wir irgendwann mal ein Tool, was voll des Dingens hat und dann können wir es nicht benutzen. Dann musst du eine Loot-Chest aufmachen, die auch sowas drin hat. Weißt du, du kannst auch mal gute Loot-Chests ziehen. Ja. Ich hatte das Diamond Ore. Ich hab die Items. Und Parma-Slime-Zeug. Okay? Nein, nicht okay. Gut, dann nicht. So, Quartz. Ja, Huch, Redstone. Und Charge Status Quo 2000. Okay, ich glaube, wir müssen dann wirklich mal auch anfangen, ein bisschen das.
zu machen. Aber für das reicht's. Da. Dann machst du mal eben schnell den Controller. Lass mich ran, ich brauche dazu diese kleinen Dinger. Natürlich brauche ich Pier. Okay. Also, mehr Flügelstast für mich. Das Sand. So, das lassen wir mal da. Das nehmen wir mal mit. Hatte ich nicht noch einen zweiten Acceptor gebaut? Ach nee, damit hatte ich ja diesen Iron Chamber dann bauen müssen. Okay, Moment. Viel Glas. Also einmal diesen da. Dann nehme ich mal die Capacitor Bank hier mit. Und den ballern wir die mal hier dran. So. Wachset! Warum hast du den Cobblestone eingesetzt? Warum? Warum tust du das? Tja. Okay. Okay, ich frag am besten einfach gar nicht nach. Ich lass dich einfach machen und... Wahrscheinlich am besten für alle Beteiligten. Wie kommst du eigentlich mit den Millionen Dirt vor? Halt doch die Klappe. Wie kommst du eigentlich mit dem E-System voran? Ja, ich mache jetzt gerade noch hier die Pure Crystal. Ich komme ganz gut voran, ja. Muss schon sagen, ja. Das ist so schön. Mhm. Ja, finde ich auch. Ist schön. So, jetzt habe ich wieder Level durchhauen und weiß, was ich jetzt mache. Was? Das kostet eigentlich ein Void Upgrade. Autoklicker. Also, ich brauche jetzt noch ein Obsidian. Das kann ich schnell machen. Die Frage ist nur, habe ich das hingetan? Da. Gut. Okay, Isa hat wieder den Autoklicker angeschalten und freut sich jetzt, dass sie sich zurücklehnen kann. Ja. Natürlich ist es hier drin gelandet. So. Gut, dann mache ich jetzt mal ein Void Upgrade an die Cobblestone, an den Cobblestone Drawer. Das heißt, wir können immer Cobblestone ins ME-System legen. Okay. Und was praktisch dann zu viel ist, wird einfach weggeschmissen. Dadurch, ja, haben wir nie das Problem. Ha, endlich. Kein Cobblestone mehr. Okay. Gut. Die Teilen gehen noch um 1 hoch, ne? Mhm. Ja, 23. Dann mal eben schnell ins Wasser gibt. So. Okay. Ah, bin mir jetzt kurz geruckelt. Gerade auf 15 FPS runter. Ich bin gerade bei 23. Ist auch nicht viel besser. Nee, irgendwas leckt gerade wirklich extrem hier. Aber was? Jetzt bin ich da bei 70. 50. Ja, das wird gerade kurzzeitig extrem. Ja, ich hab's gemerkt, ich war auch kurz unten bei 22. Warum? Okay. Ich hab keine Ahnung. Nun gut, so, das Ding wächst. Das wächst und gedeiht. Danach müssen wir wahrscheinlich dann hier Molecular Assembler sowie Interface und so weiter machen. Möchte mal schauen. Dann können wir das erste Auto-Crafting vielleicht machen. Dann können wir die ersten neuen Rezepte für irgendwelche Dinge machen, die wir dauernd brauchen, die wir nicht craften wollen. Dix. Nein. So Dinge, die wirklich lange und ein bisschen umständlicher sind und wo du ein paar Dinge brauchst und was nervig ist. Und Dix. Wenn du viele Sticks brauchst, nimmst du direkt Holzblöcke.
Und zwei Blöcke übereinander, du kriegst 16 Sticks raus. Sticks. Ja. Nein, wir nehmen keine Sticks als Rezepte. Doch. Nein. Doch, ich stehe darauf. Demokratie. Überstimmt. Gut. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Also, da kriegst du mich nicht. Nee. Weil, wie willst du bei zwei Mann demokratisch eine Mehrheit erreichen? Ich bin ein Mädchen. Das soll zählen? Ja, ich frag nur. Ja. Wie, wenn du meinst. Ich dachte, es ist hier irgendwie Gleichberechtigung. Nein, über das Thema tun wir jetzt nicht diskutieren. Ja, ich meine nur. Ich meine ja, nur allgemein. Ja, nee, ich meine nur, sonst machen wir uns ganz viele Feinde. Ja, das ist mir bewusst. Trotzdem Gleichberechtigung. Ob zählt deine Stimme mehr? Das macht keinen Sinn. Da sind wir ja schon in Amerika. Was? Lassen wir das. Wir wollen nicht politisch werden. Aua! Warum tust du das? Ja. Gleichberechtigung. Wo war jetzt nochmal dieser Lifeblood Crystal eigentlich, der zweite? Der Stirling Generator und der Combustion Generator, genau. Okay, du hast deinen Spaß. Du musst auch mal das Zeug in der Kiste hier irgendwann mal durchjagen, ne? Das wird ja, langsam. Mutti. Ich meine ja nur. Du kannst es ja auch machen. Nee. Du machst das gerade so schön. Hier dein Gold. Aber. Nein. Nein, lass es bitte. Nein. So. Meistens haben wir weg. So. Ja, okay. Gut. Haben wir nochmal drei Scholz mehr und ich hoffe mal, das Zeug ist jetzt langsam fertig, dass ich mal hier auch mal was machen kann. Nicht fertig. Offline. Achso. Muss auch anschalten. Aua! Warum? Was ist provoziert? Du wusstest, dass ich das wollte. Ich hab grad gar nichts getan! Ja, grad nicht, aber vor ein paar Sekunden. Was? Mann. Nö, bin ich nicht. Gut, also hat sich das Ärztefarm auch erledigt. Weil? Doch. Ist irgendwas kaputt gegangen? Nein. So. Nö, ich weigere mich jetzt. Ich schmeiß meinen Dienst hin, so. Ach so, okay. Ja. Kannst du wenigstens das Zeug droppen? Ja. Bitte schön. Danke. Hast du denn das wenigstens in die Kiste getan? Nein. Hast du den neuen Inventar? Ja. Hab ich mühsam erfahren. So, bitte. Viel Spaß. Okay, dann behalte halt dein zugebildetes Inventar. Nein! Hier kriegst du Death Note. Noch eine. Oh nein. Mann, reicht's nicht langsam. Mensch, in dem Modpack eigentlich hätten wir begrenzte Leben, ne? Mann, lass mich da einfach mal. Ich will doch einfach nur mein Zeug machen. Hier hast du Death Note. Hier hast du noch eine. Warum bist du so gemein zu mir? Warum bist du so gemein zu mir? Was tue ich? Provozierst. Ja. Natürlich tue ich das, genau. Mhm, machst du. Mhm. Trotzdem kein Grund, mich dauernd zu töten. Nur weil ich mal irgendwas sage oder mache. Du bist verbal immer an. Also. Oh fuck. So, da sind wir wieder. Bei mir hat sich gerade mein Monitor entstöpselt anscheinend.
Und hat, ja, also mein einer Monitor hat sich entstöpselt und es war alles nur noch auf meinem zweiten Monitor und dadurch hat auch die Fraps-Aufnahme kurz unterbrochen und dann neu gestartet und yay, und ich hoffe mal, es ist alles in Ordnung. Ich denke aber mal schon. Ja, nun gut. So, zum Eigentlichen, ich habe die Pure Service Quads jetzt aber trotzdem fertig und mache jetzt den AMD-Controller. Quest complete. Gut, wir kriegen einen Haufen Zeug nochmal. Das ist schön. Da haben wir noch ein paar Kabel, da können wir so ein E-System dann schön ausbauen. Und wir kriegen eine Acceleration Card, was auch sehr schön ist zum Beschleunigen. Weil den Controller brauchen wir jetzt sogar erstmal nicht mehr. Und dann brauchen wir nur einen Molecular Assembler und dann kriegen wir einen Haufen Zeug. Ach ne, wir können jetzt eine von den Haufen Zeug aussuchen. Ist doof. Okay, also Molecular Assembler. Den können wir uns sogar, glaube ich, ganz schnell machen. Jawohl. Davon habe ich nämlich das ganze Zeug. Und dann möchte ich dich um was bitten. Und zwar bei der Molecular Assembler Quest, die wir gleich fertig haben. Dass du mal keine Loot Chest nimmst oder so, sondern was ganz bestimmt ist. Und zwar nimmst du Formation oder Annihilation Core, einen von beiden. Was nimmst du? Such dir einen aus. Nimm ich einen Formation. Du nimmst Formation? Dann nehme ich Annihilation. Ja. Okay. Weil die Sache ist nämlich die, mit den Formation und Annihilation Core können wir Interface craften. Und mit den ganzen Prozessor und so weiter, die wir da kriegen, würden die uns zwar auch helfen, das Zeug zu craften. Danke auch für die Death Notes. Aber so kann ich nämlich schnell gleich ein Interface craften von dem Zeug, was wir jetzt wiederbekommen haben. Und dann können wir uns nämlich schon das erste Autocraft machen. Natürlich doch, oder? Ah, nee, können wir noch nicht. Nee, können wir noch nicht. Wir haben keine Crafting CPU. Aber wir haben Interface, wir haben Molecular Assembler, das heißt, wir brauchen nur eine Crafting CPU. Crafting. Ach, dafür brauche ich aber auch noch ein paar Prozessor-Dinger. Okay, nee, dann kriegen wir es doch noch jetzt noch nicht hin. Okay. Im Export-Bus und Import-Bus. Dann kriegen wir noch mal ein bisschen. Achso, das ist auch nur sowas. Was ist das? Wireless Crafting Terminal. Wireless Crafting Terminal. 16 km Storage Cell. 4 Dense Energy Cell. Fluix Pearl ME Crafting Terminal. Ach, dafür brauchen wir Dense. Ja. Naja, mal gucken. Das können wir dann auch eigentlich schon mal relativ bald angehen, dass wir so Wireless Terminal auch machen. Aber ich würde sagen, als erstes kümmern wir uns drum. Ich bin noch am überlegen, ob wir es mit dem E-System machen wollen. Weil das wird wahrscheinlich sehr teuer. Oder ob wir uns erstmal dran setzen wollen, dass wir jetzt als nächstes Stahl machen. Das heißt, dass wir uns Netherbricks machen. Mhm. Uns einen Blast Furnace machen, uns Stahl erzeugen und dann mithilfe des Stahls und uns einen Automated Heavy Sieve machen, der uns dann praktisch erlaubt, wo wir dann einfach nur das Compress-Zeug reinpacken und am Ende kommen die Dust-Sachen raus. Der sollte funktionieren. Also wenn der nicht funktioniert, wie gesagt, dann können wir das Modpack hinschmeißen. also der sollte funktionieren. Auto Heavy Sieve, genau. Da brauchen wir Glasspanes und wir brauchen 9, 18, 20 Stahl brauchen wir dafür. Können wir nicht einfach noch so eine Kiste hinmache und noch so eine Ingot-Platte, damit es ein bisschen schneller geht? Könnten wir. Es hat nur ein Problem. Hier drin wird immer was zwischengepuffert. Okay, gut, dann lass uns. Das heißt, es ist nicht immer ein ganzes Ingot. Okay, war nur eine Idee. Wir können aber mal, warte mal. Nee, ist was, okay, nee, warte, die Ender Fluid Conduit. Fused Quartz. Das ist Nether Quartz. Okay, Nether Quartz könnten wir machen. Dann könnten wir uns ein Pressure machen. Aus der Pressure könnten wir uns dann Ender Fluid machen. Das wäre billiger. Und die Ender Fluid haben nämlich den großen. Ach nee, das ist egal. Wir kriegen da auch zwei raus. So oder so kriegen wir zwei. Wir sparen uns. Ne, wir sparen nicht mal was, wir würden mehr ausgeben. Okay, also wir könnten zwei Ender Fluid Conduit machen, weil die haben den Vorteil, die haben eine Instant Fluid Transportation. Mhm.
Das heißt, sie buffern nicht zwischen, sie nehmen raus und packen es direkt rein. Das heißt, das sollte hoffentlich mehr, oder nicht mehr, besser funktionieren. Nur ich würde keine Redstone-Clock machen wollen für die Faucet, weil das finde ich ein bisschen doof. Weil dafür brauchen wir so viel Redstone einfach nur. Brauchen wir 5 Redstone pro Clock, dass wir besser benutzen könnten. Wir haben ja nur noch 11. Und wir haben doch das Vibrant. Ach nee, das hatte ich jetzt doch nicht genommen. Nein, wir haben es nicht genommen. Weil ich gesagt hatte, Pulsating. Nein, ich bin doof. Okay. Ich wusste doch, für irgendwas brauchte ich das Vibrant. Okay, ansonsten können wir versuchen, bis zum nächsten Mal. Redstone zu farmen, Haufen. Weil wir haben ja noch eine Quest offen. Bei Technical Revolution, wo wir 32 Conductive Iron und 4 Energetic Alloy brauchen. Und beides braucht Redstone. Das heißt, wir brauchen 36 Redstone. Für diese Quest. Und 32 Eisen. Das heißt, es ist eine ganze Menge, was wir da bräuchten. Dass wir das vielleicht versuchen, bis zum nächsten Mal irgendwie halb hinzukriegen. Oder vielleicht Mobspawn-Raum. Wobei, das können wir vielleicht in der Folge dann auch bauen. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was wir in der Folge machen. Weil wir brauchen unbedingt noch Mobspawn-Raum, wo wir Zeug machen, was dann kaputt geht und was wir dann schön farmen können. Wir brauchen Enderman. Und so weiter. Ne? Isa? Hm? Ja? Okay, du bist doch da. Bist nur eingeschlafen. Ja, ja. Alles klar. Ich bin noch wach. Ich bin noch wach. Ja, okay. Müssen wir dann mal gucken. Und ich würde... Wenn wir den Stirling Generator machen, das scheint mir irgendwie so doof. Alles dann... Also ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um Stahl. Dass wir das erstmal zu einer Hauptpriorität machen, dass wir den SIF automatisieren können. Erstmal wenigstens ein und danach irgendwie vielleicht anfangen, eine Automatisierung für Dust und so weiter zu bauen. Ich meine, wir haben jetzt schon eine halbe Automatisierung hier hinten mit den User. Das Problem ist halt, die Items droppen dann ja irgendwo hin. Und es ist nicht unbedingt die Geschwindigkeit, die wir vielleicht wollten. Es gibt nur noch den Auto-Hammer. Auto-Compressed-Hammer und Auto-Hammer. Wir können ja theoretisch sogar Compressed Cobblestone durchhämmern. Funktioniert ja auch. Dafür brauchen wir aber auch Stahl. Und für den normalen bräuchten wir jetzt nur Eisen. Braucht halt beides Strom, aber wir können ja jetzt wirklich anfangen, mal uns um Strom zu kümmern auch. Wo immer noch die Frage ist, was wir machen wollen, ob wir... wir könnten das Windrad aufbauen, was wir noch haben. Oder wir könnten, glaube ich, eins bauen, ne? Wir haben ja hier die... Irgendwo die Windraddinger. Da. Also wir können eine Windmill machen. Wir können sogar einen Proof fast machen. Brauchen wir aber Hemp Fibers? Nee, okay. Oder was doch, wir haben doch Hemp. Wir haben Industrious Hemp Seed. Wir könnten Hemp Fiber machen. Könnten uns einen Proof Windmill machen. Hm? Können versuchen, damit noch ein bisschen mehr Strom zu machen. Und ansonsten vielleicht noch mehr Wasserräder einfach aufstellen. Weil Wasserräder, das Einzige, was wir dafür brauchen, ist Holz und Creosote Oil. Wovon wir eh einen Haufen kriegen werden, denn wir müssen einen Haufen Kohle noch durchballern. Damit wir dann Stahl machen können. Ja. Ja. Gut, ja. Das ist so in etwa der Plan jetzt. Das sieht auf jeden Fall schon gut an. Denke ich auch. Das war das. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden jetzt aber auch die Folge. Wir sind schon wieder 3 Minuten drüber. Ja. Und dann danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ne? Dann. Tschüss.